die Wertung schon mal sagen. Von Jelena Witritschenko 9,950. Nun aber ihre Konkurrentin im Finale. Und sie kommt aus Weißrussland. Es ist Julia Raskin. Spaß hier zuzuschauen. Julia Raskina aus Weißrussland. Sie verkörpert wieder den jüngeren Stil. 17 Jahre ist sie jung, kommt aus Minsk und war in Berlin bei den Weltmeisterschaften 1997 Silbermedaillengewinnerin, allerdings mit der Mannschaft. Ihr gehört aber die Zukunft. Beim Grand Prix in Tiaz hat sie den ersten Platz belegt mit Seil und Ball und auch inoffiziell im Mehrkampf. Und es gibt ja neben diesem Grand Prix-Turnier hier in Ludwigsburg noch ein weiteres in Deutschland, nämlich am 28. und 29. August in Bochum der DTB-Pokal. 9,950, das war die Wertung von Jelena Witritschenko. Und jetzt sind wir gespannt auf die Wertung von Julia Raskina links. Wer hat gewonnen? Es ist... Ja, die Kampfrichterinnen lassen sich noch ein bisschen Zeit. Und wer hat jetzt gewonnen? Es ist die junge Dame zur Linken, Julia Raskina. 9,966, das heißt gerade 16 Hundertstel Punkte vor Jelena Witritschenko, wollte ich sagen, aber da haben wir eine falsche Anzeige bei uns auf dem Monitor, liebe Zuschauer. Das kann vorkommen. Es hat also Jelena Witritschenko gewonnen, nicht Julia Raskina. Julia Raskina. Und damit hat sich doch die Eleganz, die reifere Frau durchgesetzt, was, um mich zu wiederholen, mich persönlich sehr freut. Die Herren für die Siegerehrung stehen längst parat. Wir begrüßen Dr. Klaus Kasper, den Vorsitzenden Michael, des Vorstandes. Michael, du bist wieder dran.